So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Der Urlaub ist zu Ende. Wir sind wieder hier. Hier ist mein privater Reisebus. Mit dem bin ich gefahren worden. Pupsi ist gefahren. Ich lag hinten drin. Hat man gar nicht gesehen, gell? Das ist richtig genial. In der Zwischenzeit gab es den Raid-Boss-Wechsel auf Ho-Oh. Ho-Oh ist eigentlich sehr beliebt. Viele Leute mögen Ho-Oh. Sieht als Shiny auch richtig genial aus. Ist ein guter Feuerangreifer. Gibt auch hier Apex-Ho-Oh und so Zeug. Wir sind jetzt auf dem Weg, kurz mal, zum Formularfischer. Wollen da einen Community-Raid machen. Nichts Weltbewegendes. Einfach nur ein Ho-Oh-Raid. Nach dem Urlaub. Irgendwann dann für, keine Ahnung, Samstag, damit Sonntag das Ausbeutevideo vom Mega Rayquaza Top Raid Tag kommt. Der größte Mist meiner Meinung nach. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt die Energie zusammenkriege. Aber egal. Wir haben gepostet, wir werden gleich die Konter zeigen, wir werden gucken, wer dabei ist, wer mitmacht. Und Tauben. Da ist ein ganzer Bündel Tauben weggeflogen. Das finde ich gut. Hier ist auch Schatten, das ist noch besser, denn ich kann die Sonne nicht mehr sehen. Jonas! Immer schön Mütze auf, gegen Sonnenstich. Ja, die Mütze, also ich habe heute auch extra wieder mein Pokémon Cappy auf. Guck doch mal, da steht Pokémon drauf, da ist auch Pokémon drin. So, der Raid ist jetzt auf. Wir werfen jetzt mal die Pässe rein. Dann muss ich ganz kurz mal 5 Leute einladen und mein dickes Bein hier hinterhängen. Ich muss nämlich, wen habe ich denn? Ich habe es mir doch hier. Matze, Nottland, Dresdner, Genaya, Henry, Niki, Susi, San sind 5 Leute, die ich jetzt einlade. Du kannst auch einladen, wenn du möchtest. Pupsi, Pokehunter, Skinny, Prinzessin, Excavador, Andy, Project. Den Raid habe ich natürlich wieder in die Raid-Gruppe gepostet hier. Mit Arena, mit Namen dran, mit Koordinaten, mit Startzeit, mit allem drum und dran. Da wird sich eingetragen, da wird dann eingeladen hin und her, das Ganze wegmachen. Hier im Community-Tab auf YouTube habe ich wieder die Konda-Liste. Das Ding ist Typ Flug und Feuer. Ihr nehmt am besten also entweder Wasser oder Elektro oder ihr seid ganz schlau und nehmt einfach Gestein, weil Gestein ist gegen Feuer, Gestein ist gegen Flug, ist also heftig brutal. Am besten Mega Dianzi. Wer da keins hochgepusht hat oder so, ist wurscht. Ihr könnt auch Ramaidon nehmen, ihr könnt hier Munagoras nehmen oder wie der Dinosaurier heißt. Ihr könnt Rionion nehmen, Terrakium, Despodar ist auch immer gut. Sage ich ja sowieso immer, Despodar Armee, Fisknirscher, Despodar Armee als Gesteinsangreifer geht einfach überall. Das Shiny sieht wie gesagt richtig genial aus. Habe ich mich damals auch gefreut, als das kam. 100er Werte sind 22,07 und 27,59. Mal gucken, ob wir uns das merken. Es hat ewig gedauert, auch bis ich damals mal einen 100er hatte. Damals, als Furzbob noch gespielt hat und die ersten Ho-Oh-Raids waren. Ich habe so oft mein Handy abgegeben, ich gebe es zu, ich habe mein Handy abgegeben, ich habe es ihm in die Hand gegeben und habe gesagt, kannst du es bitte fangen, es ist ein 890er. Ich traue mich nicht, weil das ist immer so hoch geflogen, immer nach links, nach rechts. Das hat sich so sehr bewegt, das war so wild, das war mir zu viel. Mittlerweile traut man sich natürlich selber alles zu fangen, wenn man da irgendwas vor die Flinte bekommt. Und wenn es flieht, ist auch nicht mehr so schlimm. Aber man hat ja jetzt auch den Meisterball. Das heißt, wenn man also genau wüsste, es ist ein 100er legendäres und dann vielleicht auch noch so ein cooles wie Ho-Oh, dann könnte man mal einen Meisterball benutzen, denn ich würde den niemals bei den Galavögeln aus dem Abenteuerrauch nehmen, weil da ist immer das Ding, du wirfst einen Meisterball, du weißt die IV meistens noch nicht, dann ist es total schlecht, dann kommt der nächste, der ist eigentlich besser, du hast keinen Meisterball mehr, es ist schwachsinnig. Deswegen nehmt es bei 100%igen Legendären und dann passt das. Ihr seht, wie zügig das auch hier geht. Also eine Raid-Tour mit Ho-Oh damals war immer das A und O. Hat einfach mega Spaß gemacht, Ho-Oh hier mit Steinen abzuwerfen. Wir haben damals sowieso immer gesagt, ist es ein Vogel, werf Steine drauf. Hängt es in der Luft, werf Steine drauf. So. Ja, immer Steine drauf werfen, genau. Das gilt natürlich nicht für alles, also wir sind sowieso eigentlich gerade auf dem Weg. Wir wollten eigentlich einen Spaziergang machen. Ich habe gesagt, da draußen ist gerade noch eine O-Raid. Den nehmen wir gleich mit. Das Ding hat sogar Wetterbrust mit 26,73. 26,93. Wie viel hat deins? 27,32. Jetzt habe ich schon wieder natürlich
den 100er Wert vermehrt. 22,07 und 27 irgendwas anderes, egal. Wir nehmen jetzt einfach hier die goldenen. Ihr seht, der Kreis ist riesengroß. Wir treffen trotzdem nicht einfach fabelhaft. Das muss schon was heißen. Wir nehmen den nächsten Ball. Wir haben ja genügend. Jetzt zimmern jetzt hier ein bisschen drauf. Da, ich glaube, bei dem war es genau, wenn er in der Luft war, habe ich besser getroffen, als wenn der unten sitzt. Weil er mir viel zu nah dran ist einfach. Der muss eigentlich in der Luft sein, damit ich da irgendwas treffe. Jetzt sitzt er wieder unten, du schießt automatisch wieder zu weit. Es funktioniert so einfach nicht. Keine Ahnung. Also nimmst du den nächsten Ball, nimmst die nächste Beere, versuchst vielleicht hier auf großartig zu gehen. Und selbst da, was war das? Der war links neben dem Kreis, er war woanders, ich weiß es nicht. Der Jonas ist ein bisschen müde vielleicht, der will auch nicht hier rumgetragen werden, der will schlafen in seinem Wagen, der ist jetzt draußen, der war in der Bus, der hat ein oranges T-Shirt an, der ist Holländer, die sind immer ein bisschen dann, kennt ihr ja die Holländer, ne? Die fallen immer auf, jetzt ist er wieder oben, wir werfen wieder drauf, haben wieder einfach fabelhaft. Jetzt wedelt er gerade mit Pupsis Frisur durch die Gegend. Als hätte er eine Windhose. Ich habe keine Ahnung. Mein Gehirn ist noch Banane vom Urlaub. Ich versuche mich jetzt auf das Fangen zu konzentrieren. Auch wenn er gerade seine Metamorphose 3000 durchlebt. Und daneben. Daneben hätte ich gleich doppelt mit dem anderen auch noch gefangen. Und dann perfekt. Eins. Wie viel haben wir noch? 10 Bälle. 10 Bälle. Das Ding ist halt einfach mega nah, aber ich habe sogar jetzt getroffen, als er unten war. Das ist, ihr braucht eigentlich nur Geduld. Ihr braucht Geduld, ich glaube, bei dem funktioniert aber der Fangtrick nicht. Das heißt, ich muss sowieso jedes Mal den Ball neu einstellen und werfen. Was ist denn, Mann? Ich glaube, der mag rote Haare. Deswegen hat er sich auch immer sonst auf die roten Fusseln gestürzt, die am Boden rumgeflogen sind. Immer rote Fusseln am Start. So, jetzt bleib drin. Bleib drin, er ist drin. Oh. Ho-Oh zu fangen, immer ein Spektakel. 4 XL Bonbons, nur 3 normale, dass man da mehr kriegt an XL als an normalen. Das ist auch eine Sensation. Das Ding hat 12, 12, 12. Meiningen 28.06. Das passt. Das heißt, es ist kein Shiny. Upsi, ihr ist am besten. Sie hat es aber, glaube ich, noch nicht gefangen, oder? Doch? Verstehe ich nicht, wie die das macht. Die hat einen Arm mit Kind, einen Arm mit Handy und dann ist das einfach drin. Hast du es mal bewertet? Ja, war nicht gut. Wie nicht gut? Das ist das Beste von allen, das muss gut sein. Gut, wenn es kein 100er ist, ist es nicht gut. Ich verstehe die Denkweise, das sage ich ja immer, so meint es nicht, aber so stemmeln wir es mal hier ab. 190 Kilogramm, was ist jetzt? Es lässt sich nicht weiter drücken. Es hat sich aufgehangen, ne, jetzt geht's wieder. Das war's ansonsten von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, vorhaut. Euer Ramses, habt ihr schon einen Ho-Oh-Raid gemacht? Habt ihr schon einen Shiny? Habt ihr schon einen 100er? Der Main hatte alles. Shiny, 100er, Glücks-Shinies, Apex-Dinger hochgezogen. Level 50 Apex, Ho-Oh. Das war ein richtig cooles Teil. Ich hoffe mal, die kommt irgendwann auch nochmal wieder, dass der Habanero Lime vielleicht auch noch eins bekommt. Ansonsten schönes Wochenende. Viel Spaß beim Mega Rayquaza im Top Raid morgen. Wie ich das mache, weiß ich nicht. Ich sehe nämlich noch keine Raids. Peace out, vorhaut.